Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich ausnahmsweise mal eine Quizfrage stellen. An welche Fernsehserie erinnern diese Rettungsschwimmer? Na, haben Sie es erkannt? Also die richtige Antwort lautet natürlich Baywatch. Diese Fernsehserie hat es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft als erfolgreichste Fernsehserie der Welt. Und heute Abend hier beim Schlagerboom begrüßen wir den Hauptdarsteller David Hasselhoff. Und David Hasselhoff! Herzlich willkommen, David. David, mein Gott, Baywatch hatte zeitweise über 1 Milliarde Zuschauer. Wie bist du damals mit diesem Riesenerfolg umgegangen? Mir hat der Erfolg von Baywatch natürlich riesig gefallen. Ganz besonders, weil es aus Deutschland heraus entstanden ist. Wir haben damals diese Serie für 245 Folgen gedreht, über 11 Jahre in 240 Ländern. Und für mich war das immer wie ein Tag am Strand. Ja, dich hat dieser Tag am Strand mal eben so aber weltberühmt gemacht, David. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Ort, wo du unerkannt über die Straße gehen kannst?
No. Nein. No. Ich werde fast überall erkannt, ganz egal, wo ich hingehe. Tatsächlich war ich erst vor kurzem in Hawaii zum Tauchen. Ich war unter Wasser und da war jemand, der mir bedeutet hat, er wollte ein Foto mit mir machen. Und dann habe ich unter Wasser mit ihm ein Bild gemacht. Aber mir gefällt das sehr gut. Und ihm hat es bestimmt auch sehr gefallen. Der war sehr stolz auf dieses Unterwasserfoto mit dir. David, jetzt habe ich gehört, du feierst nächstes Jahr ein Jubiläum. Welches? Das ist das 30-jährige Jubiläum für Freedom. Und wir gehen auf Tour, wir singen alle meine Hits aus den vergangenen 30 Jahren, und zwar ab April. Und ich möchte euch alle einladen, mich live zu sehen. Wir werden die ganze Nacht singen und es gibt auch neue Songs auf der Grundlage von der Geschichte eines Mannes namens David Bowie. Und da geht es um die Berliner Mauer. Okay, aber jetzt freuen wir uns natürlich, dass du deinen Mega-Hit auch heute Abend für uns hier in Dortmund singst. Viel Spaß mit David Hasselhoff! Thank you! One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my home. Track, my baggage on my back, I left the city far behind. Walking down that road with my heavy load, trying to find some peace of mind. Father said, you'll be sorry, son, if you leave your home this way. And when you realize the freedom money buys, you come running home.
herzlichen Dank, David Hasselhoff.